Im heutigen Video siehst du die Torhüter, die durch ihre lustigen Fehler Tore kassieren. Komm und schau dir die Tore an, die die unerwartetsten Momente im Fußball sind. Der kamerunische Torhüter Sammy Njok, der 4 Spielzeiten lang für Antalyaspor spielte, wurde in seinem Eigentor vor aller Welt blamiert. Sammy schoss in der 26. Spielminute ein Eigentor, als er den Ball im Strafraum mit den Händen festhielt. Über dieses unglaubliche Tor wurde noch lange Zeit gesprochen. Es ist Zeit für ein Tor, das wir nicht gewohnt sind, im Schloss von Barcelona zu sehen. Hier hat Barcelonas Ersatztorwart einen Fehler gemacht, den er nicht hätte machen dürfen. Der junge Torwart, der den Rückpass von Piqué nicht kontrollieren konnte, verlor den Ball an seinen Gegenspieler und musste sich mit dem Tor begnügen, das in das Netz traf. 3. Wir lenken unsere Blicke auf ein Fußballspiel zwischen Frauen. Die Torhüterin konnte den Rückpass ihrer Teamkollegin nicht kontrollieren und schoss ungewollt ein Eigentor. Schauen wir uns diese unglücklichen Momente noch genauer an. 4. Der argentinische Torwart Mario Daniel Vega hat es mit diesem Eigentor verdient, in unserem Video zu sein. In dem Spiel der amerikanischen Fußballliga spielte Daniel Vega an seinem Teamkollegen in einem Strafraum vorbei. Doch was passierte, als er den von seinem Teamkollegen geworfenen Ball nicht kontrollieren konnte? Wir sind uns unsicher, dass der Torwart, der mit hilflosen Augen zusah, wie der Ball ins Netz ging, eine der größten Enttäuschungen seines Lebens erlebte. 5. Kein solches Tor. Der Torwart, der den Rückpass seines Mitspielers nicht kontrollieren konnte, schoss ein Eigentor. Dieses Tor machte alle Fans wütend, vor allem ihn selbst und seine Mannschaftskameraden. 6. Während das Duell zwischen Fiorentina und Sassuolo, das 2016 in der italienischen Liga Serie A ausgetragen wurde, mit der 2-1-Überlegenheit der Heimmannschaft weiterging, versetzte das Eigentor von Sassuolos Torwart Andrea Consigli die Zuschauer in Staunen. Consigli beförderte den Ball unhaltbar ins eigene Netz. 7. Wir sehen weiter zu, wie Torhüter Eigentore schießen. Wir konnten nicht ganz verstehen, was der Torwart, dem du jetzt zusiehst, zu tun versucht. Der Torwart, der den Ball vor dem Strafraum getreten hat, hätte ahnen müssen, was als nächstes passieren würde. Oder etwa nicht? Schauen wir uns dieses seltsame Tor nochmal aus der Nähe an. 8. Der brasilianische Torhüter Michel Alves ist dran. Das Spiel zwischen Criciúma und Américo Mineiro in der 2. brasilianischen Liga war Zeuge interessanter Minuten. Michel Alves, Torhüter der Mannschaft von Siricuma, prägte das Spiel mit seinem Fehler in der 60. Minute. América Mineiro gewann das Spiel aufwärts mit 4:0. 9. Der Torwart, der den Rückpass seines Spielers kontrollierte, warf den Ball dorthin, wo er niemals sein sollte. Alle schauten ihm und seinem eigenen Tor erstaunt zu. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt es mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!